Oh, diesen Doppelsprung hätten sie mit einbauen können. Das Datenlaufwerk zu Boxil nach Tendix bringen. Okay, das machen wir jetzt. Wieso eigentlich nicht? So, dazu müssen wir in die Richtung. 1986 Meter in die Richtung. Okay. Ab die Boss. Keine Sorge, Peeby. Wir werden die Asari-Arche nach Hause bringen. Wer macht sich denn Sorgen? Die Lucinia ist entweder okay oder nicht. Und in beiden Fällen kann ich nicht viel unternehmen. Es ist ihm egal, dass Tausende ihrer Leute vermisst werden? Meine Leute kriegen das schon hin. Ich habe genügend Arbeit mit den Relikten. Reliktsäulen voraus. Das könnte Ärger bedeuten. Könnte. Ryder, nach vorn. Head-Konstrukte. Sollen wir da vielleicht mal nachgucken? Wartet mal. Ne, da haben wir schon nachgeguckt, gell? Okay, wir gehen jetzt erstmal zu unserer Aufgabe hier. Kommt Zeit, kommt Rad, alles nacheinander. Jetzt müssen wir wieder im Berg hochfahren. Sieht aber echt schon geil aus mit diesen Effekten. Ich versuche mir alles einzuprägen, was ich von hier aus sehen kann. Ein- und Ausgänge, mögliche Schwachpunkte. Wenn wir den Angara irgendwie helfen können, diese Cat zu erledigen, werden wir es tun. Ist das da an dem Berg eines ihrer Cat-Schiffe? Keine Ahnung, aber es sieht mega geil aus mit den Wolken, die... Also mit dem Wind, was sich da bewegt und so weiter und mit diesen Effekten. Boah. Geil. Absolut. Absolut genial, finde ich. Okay, wir müssen da runter. Stimmt, kommt man da auch leichter hin. So, 200 Meter. Automatische Errichtung von Aufklärungsposten. Das ist natürlich praktisch. Die brauchen wir auf jeden Fall. Das ist Techix. Zumindest laut meiner Karte. Wir müssen Buxil finden. Nils Schwester. Okay, dann packen wir das Auto doch einfach mal hier. Das sieht echt geil aus. Mega. Ich registriere einen Temperaturabfall. Apropos. Temperaturen liegen im akzeptablen Bereich. Apropos, da wir ja. Haltung ist wieder online. Ja, ist ja gut, Sam. Da wir ja gelevelt haben, müssen wir ja noch die Fähigkeiten mal nachschauen. 6 Fähigkeiten hätten wir. Gucken wir mal schneller. Genau, Sturmgewehr wollte ich noch patchen. Sturmgewehrgewicht minus 25 wäre schon nicht schlecht. Plus 15 Sturmgewehr Ressourcen Munition wäre natürlich auch geil. Aber da ich ja am meisten eigentlich mit Dingen arbeite, mit sag's mal, mit dem Snipergewehr, aber andererseits wäre es natürlich auch nicht schlecht, wenn ich mehr Munition hätte. Ich weiß auch nicht, wie das mit den anderen Anzüchten ist, weil, wie gesagt, ich will ja den N7-Anzug zusammenbauen. Aber dazu fehlen mir so manche Ressourcen. Weil vom Gewicht her sieht es dann besser aus, verstehst du?
Mal schauen, ob es so gut war. Aber bestätigen. Cora. Die machen wir dann natürlich auch automatisch. Ah, die haben von Gesundheit schon mal 679 und Schild 778, also sind schon ziemlich weit oben. Und bei mir, warte mal, ja, ich bin irgendwie niedriger, keine Ahnung. Da muss ich mal gucken. Ich glaube, da brauche ich einfach eine bessere Rüstung und dann ist es auch alles tutti. Aber bis jetzt klappt das ja alles wunderbar. Also bis jetzt habe ich ja weniger Probleme. Von daher. Okay, da rein müssen wir. Bin ich da jetzt rein? Aber der Auftrag von Nios ist extrem wichtig und zeitkritisch. Dort vorne ist nicht ein Dorn. Nicht mal ein Anruf. Hallo Schwester, ich wollte dir nur sagen, dass ich noch lebe. Ich könnte nicht das mal nicht ertragen. Das ist eine Sache zwischen Ihnen und ihm. Zeit für einen Anruf hätte er jedenfalls gehabt. Jedenfalls danke für die Information. Ich halte Sie über alle weiteren Funde und Entdeckungen auf dem Laufenden. Gut, Ende. Ich wollte den Funk noch mitkriegen. Sind Sie Baxel? Ich habe etwas für Sie. Von meinem Bruder, der immer den Helden spielen muss? Ja, Enjek hat mir schon gesagt, dass Sie kommen würden. Mein Sohn Skiot hat gesagt, er hat Leute losgeschickt, um Nilsch zu retten. Ich dachte, noch mehr Opfer, aber zum Glück habe ich mich geirrt. Danke, dass Sie ihn rausgeholt haben. Sein Verlust hätte unsere Bemühungen um Monate zurückgeworfen. Und er gehört zur Familie. Familienmitglieder zu verlieren ist hart. Ich bin froh, dass ich Ihnen diesen Schmerz ersparen konnte. Danke. Dass Sie kompetent sind, ist bekannt. Aber noch nie hat jemand Ihre Güte erwähnt. Oh. Dann wollen wir doch mal sehen, was wir hier haben. Sterne und Himmel, das ist ein Plan der Cat-Einsatzzentrale. Eingänge, Ausgänge, Sicherheitsmaßnahmen. Wir können Ihre ganze Operation in die Knie zwingen. Moment, hier ist noch was. Oh, das ist nicht gut. Was? Die Eingänge zur Basis haben Schilde und sind mit einem Code gesichert, der geändert wird. Und zwar oft. Die Metadaten besagen, dass das hier vor Wochen heruntergeladen wurde. Sie werden den Code in Kürze wieder ändern. Wenn wir angreifen wollen, dann muss das jetzt geschehen. Das habe ich mir gerade auch gedacht. Ziemlich viel Druck. Ich helfe Ihnen. Verdammt, das setzt uns massiv unter Druck. Bis der Widerstand ein Team zusammengestellt hat, könnte es bereits zu spät sein. Aber Ihr Trupp ist einsatzbereit. Der Deaktivierungscode für die Sicherheitsschilde ist verschlüsselt, aber ich werde weiterhin daran arbeiten. Ich habe Ihnen die Karte und einen Navpunkt für einen Seiteneingang mit weniger Wachen gesendet. Brechen Sie rasch auf. Wir bleiben in Kontakt. Okay. Jetzt natürlich die Frage. Ich habe vorhin noch von der Rüstung geredet und so weiter und Pierpo. Die Frage ist, reicht es? Die Frage ist, ob das reicht, was wir momentan an Equipment haben. Um da wirklich durchzukommen. Kämpft doch gegen die Cat und nicht gegen andere Leute. Also das ist doch schon ein bisschen komisch. Hat man denen dann mal auch noch eine Aufgabe, wie es aussieht? Pathfinder Rider, wie schön Sie endlich persönlich kennenzulernen. Ich bin Ari Westcheck, Gelehrter und Chronist. Ich habe Ihren bisherigen Weg mit großem Interesse verfolgt. Chronist? Das heißt, Sie sind so etwas wie ein Historiker, richtig? So ist es. Ohne Erinnerung an die Vergangenheit oder Hoffnung auf die Zukunft sind wir wie Staub im luftleeren Raum.
Geschichte ist wichtig, schön gesagt. Das haben Sie schön gesagt. Die Worte meiner Großmutter. Sie hat mich auf diesen Weg geführt. Es ist mein Lebenswerk, jene Ereignisse festzuhalten, die unsere Welt formen. Die Ankunft von Besuchern aus einer anderen Galaxie stellt dabei natürlich eine signifikante Entwicklung dar. Eine gute Entwicklung, hoffe ich. Wie können wir Ihnen helfen? Eine gute Entwicklung, hoffe ich. Dann hoffe ich mal, wir entpuppen uns nicht als signifikant schlechte Entwicklung. Nichts, was Sie getan haben, kommt dem Schaden nahe, den die Cat angerichtet haben. Und wo wir gerade von den Cat sprechen, ich wünschte, wir wüssten mehr darüber, wie ihre Invasion begann. Wir selbst haben leider keine Aufzeichnung über den Erstkontakt, aber die Cat müssten ihn dokumentiert haben. Wo könnten diese Informationen zu finden sein? Die Cat sind ein militärisches Volk. Sie müssen Logs angelegt haben. Möglicherweise kann man ja in ihrer Basis auf Vol darauf zurückgreifen. Es wäre tollkühn, sich ihr zu nähern. Aber sollten Sie zufällig einmal dort sein, wäre ich Ihnen dankbar, wenn Sie sich ein wenig umsehen könnten. Der Erstkontakt ist nicht dokumentiert. Wieso haben die Angara keine Aufzeichnungen über den Erstkontakt mit den Cat? Weil uns diejenigen, die ihn erlebt haben, nichts darüber erzählen können. Sie sind entweder tot oder verschwunden. Es gibt lediglich Geschichten, Gerüchte. Aber was wirklich passiert ist, weiß niemand. Okay. Klingt irgendwie logisch. Ich lasse Sie weiterarbeiten. Ich überlasse Sie dann mal wieder Ihre Arbeit. Natürlich. Sie müssen gehen. Ich hoffe, wir können uns in weniger unruhigen Zeiten noch einmal unterhalten. Ich würde liebend gerne mehr über Ihre Leute erfahren. Okay, wir haben eine neue Aufgabe. Wir haben mehrere Aufgaben, wie immer. Jetzt ist nur die Frage, was wir als erstes machen. Machen wir erst die kleinen Aufgaben? Einen Temperaturabfall. Ja, ist ja gut. Umweltkontrolle. Temperaturen liegen im akzeptablen Bereich. Okay, jetzt müssen wir mal kurz auf die Karte schauen. Das wäre dann hier und hier. Also hier wären auch gleich die Türme in der Nähe, wo wir vielleicht uns angucken sollten. Dass wir vielleicht den Planeten ein bisschen, ja, umändern könnten. Das wäre doch auch eine Möglichkeit. Was wir vielleicht mal in den Angriff nehmen sollten. Vielleicht haben wir damit auch die Möglichkeit, dann die Kälte wegzukriegen. Weil auf Eos haben wir ja auch geschafft, das ein bisschen freundlicher hinzukriegen. Vielleicht, ja, können wir damit auch die Kälte wegtun. Wer weiß das schon. Wäre natürlich eine Möglichkeit. Er ist schon einzigartig, oder? Wer? Jorm. Ich bin erstaunt, dass das viele Anstarren noch kein Loch in seine Panzerung gebrannt hat. Sind Sie etwa überhaupt nicht neugierig? Ich sage dazu gar nichts. Okay, hier hätten wir auch Wiederherstellung einer Welt. Also wir hätten hier schon mal die Quest. Und da unten wären auch die Cat. Tauschen wir da in die Richtung? Oh Gott. Kommen wir da überhaupt hin? Wow. Wow!
Da hinten gibt's einen Überweg. Wir rutschen jetzt nicht da komplett da unten. Dann fahr mal lieber über die Brücke. Da vorne! Cat! Wo Cat sind, ist der Ärger nicht weit. Wir müssen uns darum kümmern. Oh oh. Okay, raus! Waren das jetzt die Cats oder haben wir es erledigt? Sieht so aus. Okay, hier haben wir einen Behälter, den können wir auch gleich mitnehmen. Sie haben Sprengsätze bei sich und das sieht aus wie eine Art Kettzünder. Was hatten Sie vor? Dem sollten wir nachgehen. Okay, das Ding ist ja, wir haben jetzt hier zigtausend neue Questen. Aber wir wollen uns ja erst um eine kümmern. Also gehen wir jetzt erstmal zurück zu unserem Fahrzeug, dass wir nicht erfrieren. Eins nach dem anderen, nein, eins nach dem anderen, weil sonst kommen wir da total durcheinander. Sonst fahren wir hier planlos in der Gegend rum und machen eine Quest nicht fertig und dies und das und jenes. Reliktstätte voraus, Pathfinder. Sie könnte über Verteidigungsmaßnahmen verfügen. Okay, dann schauen wir doch mal dahinter. Wir sollten vorsichtig sein. Wow. Ach, wirklich? Ah, verdammt, der ist runtergegangen. Boah, ich bin echt dankbar, dass ich die Sniper ausgewählt habe. Weil die macht schon richtig viel Damage und Schaden und so. Das hilft mir echt ungemein, du. Die Temperatur sinkt, Pathfinder. Ja. Okay. Umweltkontrolle. Temperaturen liegen im akzeptablen Bereich. Die Frage ist nur, was die Cats hier vorhatten. Das wäre interessant gewesen. Aber keine Cats machen schon mal keinen Schaden mehr. Das ist schon mal sehr gut. Also 1-0 für uns. Gott, wir müssen in die Richtung, war das okay. Er rutscht gewaltig. Wollte ich nur mal so sagen. Der gemeinsame Dienst mit Asari-Elite-Soldatinnen macht sie noch nicht zu einer Asari. Wann habe ich das behauptet? Sie verhalten sich manchmal so. Es ist irgendwie lustig. Ich finde nur, dass sie das nicht tun sollten. Sonst nichts.
Ihr mit euren kleinen Nettigkeiten, du. Ich glaube, irgendwann muss ich mir doch mal vornehmen, nicht zwei weibliche Wesen mitzunehmen, sondern vielleicht ein männliches, ein weibliches. Wäre vielleicht praktisch. Okay. Wow. Okay, da komme ich anscheinend nicht vorbei, oder? Könnten natürlich hier auch mal gleich gucken. Nicht schlecht. Man tut, was man kann. Bei dem hat es nicht gereicht. Keine Munition mehr! Oh, Scheiße. Okay, los geht's. Okay, sonst noch irgendwas? Okay, haben wir auch durchgeschaut. Durchgeforstet. Und hier können wir auch nichts weiteres machen, außer... Genau, Pibi hat es gerade gefunden, ein Behälter. So, nehmen wir natürlich auch noch mit und dann ja, wieder ab zum Fahrzeug. Bevor wir wieder erfrieren. Oder bevor wir erfrieren, sagen wir es mal so. Warmer Kaffee tut jetzt bestimmt gut. Okay. Unser Ziel liegt da hinten. Ich befürchte, wir müssen da runter, oder? Okay, Cora. Seien Sie bitte ehrlich zu mir, ja? Ich werde es versuchen. Sie mögen mich nicht. Ich mag Ihre Methodologie nicht. Verstecken Sie sich nicht hinter Fremdwörtern. Oh mein Gott, ey. Die zweite. Ich hätte vielleicht vorher mal scannen sollen. Okay, dann gehen wir mal hier rein. Das Problem ist ja, ich habe jetzt gerade momentan wenig Munition. Irgendwo muss ich mir noch Munition besorgen. Ich weiß nicht, ob ich sie hier drin brauche. Ich denke mal nicht, aber... Man kann ja nie wissen. Okay. Wir laufen schon mal die Kabel entlang. Okay.
Da ist schon mal wieder ein Gerät, was wir benutzen müssen. Was wir momentan wahrscheinlich noch nicht benutzen können, oder? Ja, wir brauchen noch ein Symbol, würde ich sagen. Ja, ein Symbol fehlt uns noch. Boah, jetzt nur, wo ist das? Drei Symbole brauchen wir. Wie hat er das da hinten noch nicht mitgerechnet? Also der Strahl würde da lang führen, da lang, da lang. Nach oben. Wartet mal. Da kommen wir, glaube ich, nicht hoch, oder? Nee, da kommen wir nicht hoch. Da kommen wir auch nicht hoch, oder? Ah, wartet mal. So, jetzt kommen wir hoch. Ja, so ein Zufall. Die Glyphen vollständig sein, Pathfinder. Okay. Dann geht der Spaß wieder los mit, was ich so am liebsten mache. Nämlich Hieroglyphen oder Codes lösen, dass ich überhaupt nicht drauf hab. Nicht wirklich. Aber schauen wir mal. Okay, ich denke mal, das in der Mitte wäre schon mal interessant. Also das darf nicht dabei sein, das darf nicht dabei sein. Das haben wir ja schon in der Mitte, aber das haben wir nicht in der Mitte. Also das heißt, wir bräuchten hier eins, was... Also das zum Beispiel dürfte schon mal da hinten sein. Genau. Das haben wir hier in der Reihe nicht, also von daher haben wir das schon mal da. Gut, jetzt geht's wieder los. Hier die ganzen Zeichen, die zeigen ja an, was hier in dem Bereich nicht sein darf. Das heißt, das darf hier nicht in dem Bereich drin sein, das darf alles hier nicht drin sein. Okay. Also das darf da drin sein. Das dürfte auch hier drin sein, okay.